Moin und willkommen zu meinem dritten Video. Ich nehme erstmal ein Zügchen. Und heute geht es um ein ganz anderes Thema als die letzten zwei Videos. Und zwar wollte ich heute mal meine Top 5 Tabaks vorstellen zurzeit und generell ein paar Klassiker meiner Meinung nach. So, ich würde sagen, dann fangen wir auch direkt mit Platz 5 an. Das ist für mich gerade der Must-Have Lime. Ist ein Strong-Tabak, das heißt Dark Blend. Ja, hat mehr Nikotin, schmeckt nach Zitrone, ist nicht wirklich kalt, ja, man schmeckt die Minze darin nicht wirklich, finde ich, aber kann man sich ab und zu immer wieder mal gut geben. Dann auf dem vierten Platz eine grüne Traube, und zwar von Amosa. Sehr guter, also zurzeit mein Favorite grüner Traubentabak, muss ich sagen, hat für mich gerade Aiwaha übertroffen. Und macht man auf jeden Fall nichts falsch mit. Auf Platz 3 der Fantanas von Hukain. Ist für mich auch der perfekte Sommertabak eigentlich. Also der ist rausgekommen und ich habe mir erstmal, ich glaube, 3 oder 4 Dosen geholt. Und die sind mittlerweile wieder fast leer. Aber macht man auf jeden Fall auch nichts falsch mit so. Ne? Wenn man Ananas mag, hat man davon was. Dann auf Platz 2, letztens erst rausgekommen, habe ich auch schon ein Review zu gemacht, der Hukain Center Shocks Sour Splash. Zitrone, Limette, sauer, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Auch super Tabak. Und auf dem ersten Platz natürlich Black Nana. Wer hätte es gedacht? Kann man jeden Tag rauchen, finde ich. Kann man jeden Tag rauchen, macht man nie was mit falsch. So, dann stelle ich die mal eben wieder zur Seite und ich komme zu den All-Time Classics quasi. Habe ich zwei Dosen hier stehen, zum Beispiel der Smint, den rauche ich zurzeit nicht oft, deswegen ist er nicht auf der, in der Top 5. Aber ich finde immer wieder mal geil, ne? Kann man jetzt leider nicht mehr kaufen, aber vielleicht hat man auch Glück und kriegt noch einen im Laden. Blöd, dass ich nicht cutten kann. Ja, schmeckt nach Eukalyptus, nach Menthol und ein bisschen Karamell, glaube ich. Richtig geiler Flavor. Dann natürlich Love 66. Ich kann es mittlerweile eigentlich nicht mehr rauchen, weil mir davon übel wird. Aber eigentlich für jeden Anfänger geil. Ist ein Melonenmix mit Maracuja und ordentlich Eis. Ja, der ist ordentlich kalt. Genau. Dann zum Beispiel von Hukain, die habe ich jetzt gerade nicht da, aber der Big Black Berries war auch immer mein Favorite. Der White Cake von Hukain, ja, Big Black Berries ganz kurz, ist schwarze Traube, Beerenmix. White Cake ist Zitronenkuchen mit meiner Meinung nach so ein ganz kleiner Hint von Orange, ja, ist meine Meinung, aber im Wesentlichen eigentlich so eine Teignote, ein bisschen was Zitroniges. Der Lemon Siaga, Zitrone Minze, meiner Meinung nach der beste Zitrone Minze. Rauche ich gerade, aber auch nicht mehr oft. Und der Green Lean von Hukain. So, ich würde sagen, ich setze mich jetzt auf den Balkon. Ich genieße die Sonne ein bisschen. Geil, geil. Also es hat irgendwie halbwegs geklappt, das habe ich nicht erwartet. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.